Es ist ja so, dass RB die letzten Spiele
ihn eigentlich auch immer größtenteils kontrolliert hat und es auch heute wieder sehr spät halt zum Torerfolg kam. Ist das das, wo man jetzt noch arbeiten muss, oder denken Sie wirklich, dass das Einstellungssache ist der Mannschaft? Nein, es ist immer so im Fußball. Ich meine, wir spielen heute gegen Tabellenführer, da kommen 5.000 oder 6.000 Leute von Maschenbrück. Es ist ein Traditionsverein. Da ist es unheimlich schwierig, so ein Spiel zu gestalten. Und wir müssen erstmal den Gegner auch mit allem, was wir bieten können, Paroli bieten. Und heute haben wir das gemacht, haben nach hinten eben kaum was zugelassen. Bis zum Schluss, und ich denke mal, dass das völlig normal ist. In den letzten Wochen war es ja immer so, dass wir noch nicht mal einen Fehler gemacht haben und sind dafür bestraft worden. Zweite Frage. Ich halte das Kopfende 2-0, die Schmerzen auch so Gegentore? Ja, Gegentore sind nie schön. Ich meine, die Mannschaft ist ja dann selber schuld, wenn sie sich das Leben nochmal schwer macht. Ja, müssen sie die Spieler fragen. Ich wusste nach dem 2-0 eigentlich, war ich mir sicher, dass da nichts mehr passiert, weil der Gegner auch zu harmlos war in der Offensive. Und was dann war, wenn man so ein doofes Tor kassiert, ist mir selber schon. Jetzt gab es hier 5 Spieler, 5 Mal in der Strafe und so. Ist das so weiter? Das ist eine gute Frage. Die Rädchen passen noch nicht, das ist kein Geheimnis. Ich meine, wir haben einen sehr ausgeglichenen Kader. Ich versuche nach dem Leistungsprinzip aufzustellen, und der eine oder andere hat ein bisschen mehr Vorschusslorbeeren, aber solange wir nicht unsere Linie finden im Spiel, so wie ich es mir vorstelle, wird es keine 100%ige Stammformation geben.